Denn der ist so hässlich, der Typ. Cool. Was ist das denn? Soundeffekte B-Ohren. Dafür soll man Ordenpunkte ausgeben? Nö. Mache ich vielleicht mal irgendwann so, wenn ich so eine Special-Folge mache oder sowas. Kann ja sein, dass ich eine mache. Okay. Hallo! Ja, stimmt, das sind ja alles so diese Boss-Typen, die Koopas, die haben alle so eine Boss-Stimme. Kannst du sein, bist du Mario? Willkommen in Cooperheim. Ich wünschte, wir könnten dich mit eingebündeter Respekt willkommen heißen. Aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Das ganze Dorf ist wegen der Fuzzies im Aufruhr. Oh, Fuzzies? Nein. Die aus dem Super Nintendo? Nein. No, no. Du weißt doch, was Fuzzies sind, nicht wahr, Mario? Das ist einer. Ganz üble Kerle. Sie sind wirklich bösartig. Okay, ich töte dich. Kannst doch ein Koopa nicht sein Eigenheim nehmen. Oh nein, du blöder Fuzzy. Gib mir sofort meinen Panzer zurück. Du Bastard, komm her. Ich töte dich. Okay. Ich dachte, ich behalte den Panzer jetzt. Oh, danke, Mario. Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre zu peinlich. Mario, pass bloß auf, dass die Fuzzies nicht auf deinem Panzer stehen. Ups, du hast ja... Na dann, pass mal auf deine Latzhosen auf. Keine Bedankung? Meine Fresse, ey. Okay, ich töte dich. Hier, bitteschön. Die bedanken sich alle nicht. Die sagen Dank, aber er kommt halt nix. Nee, danke, Mario. Dieser Panzer wurde mir ausgewertet. Deshalb stehe ich mir so gut. Ich sehe auch cool aus. Alter, spring einfach drunter, du Intelligenzbestie. So, er will mir auch sagen, ja, oh, du bist der Beste. Ich bin der Boss? Hat er gerade gesagt, du bist der Boss? Ich bin der Boss. Okay, was gibt's hier denn? Okay, hier gibt's... Was ist das denn? Ich mach elektrisch auf, kein Gegner sollte ihn berühren. Voltopilz. Voltoball. Ich kaufe ein paar Pilze. Man weiß ja nie. Ne? Dam, 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 dam. Was ist denn hier drin? Blaues Haus, blauer Tod. Yo, du hast keine Probleme, oder? Und diese Baubombs sind aus der Festung Cooperbro wieder geflogen. Yeah. Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fuzzies flippen völlig aus. Die haben kleinen Baubombs. Ja, jetzt sind sie allein bei mir. Wie ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzies nicht in die Hände fallen will. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer mitnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich nicht cool aus. Nein, danke. Die sprechen alle davon, dass sie cool aussehen, ganz ehrlich. Das ist, passt die Stimme. Nein, ich bleibe lieber hier und höre Musik. Yeah. Wir sind Bob-Oms. Wir sind aus der Rettung der Koopa-Brüder geflohen. Wir dachten, dass wir wenigstens hier im Dorf ein bisschen Frieden finden können. Was für ein Reinfall. Die Fuzzies versetzen ja alle in Angst und Schrecken. Das hat der Koopa zwar auch gerade gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Hör mich an. Die Koopa-Brüder in der Festung haben uns zu harter Arbeit gezwungen. Nein. Komm mal nach Deutschland, da muss das niemand machen. Da werden auch Schmarotzer durchgezogen. Okay, das war jetzt eine politische Aussage. Tut mir leid. Wenn es nach ihnen ging, gäbe es weder Rast noch Ruhe. Niemals will ich an ihren schrecklichen Ort zurückkehren, da wo man arbeiten muss. Ah. Der deutsche Durchschnittsbürger. Oh Gott. Ich werde immer unpolitischer, es passt nicht. Münzen. Bäm, stirb, du Bastard. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt also nochmal in das Haus. In das andere, das sieht mir zu lustig aus. Eine alte Oma. Diese... Nee, mit tiefer Stimme. Diese Fuzzies haben die anderen bei dem Ort verkauft. Mein Mann ist nie da, wenn es Ärger gibt. Mein Mann? No, sein Name ist Colorado. Was ich ja schon von ihm gehört. Er behauptet von sich, ein berühmter Forscher zu sein. Wer weiß schon, ob das wahr ist oder nicht. Sein Mundwerk ist ja ständig hart am Arbeiten. Blowjobs? Okay, was ist das hier? Das ist Colorados Bücherregal. Die meisten Bücher hier befassen sich mit Archäologie. Einige verfügen allerdings auch über, sagen wir mal, weniger intellektuellen Inhalt. Pornohefte. Was wetten wir? Okay.
Hier war irgendwo ein Speicherblock, oder? Okay, im anderen Raum war ein Speicherblock. Ich gehe da nochmal eben hin. Und dann helfen wir in der nächsten Folge den Cooper-Brüdern. Den Cooper-Brüdern helfen wir. Dem Cooper-Ort hier. So, ich wäre Lenny gewesen und das war Paper Mario. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Over and out.